So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Battle. Ich muss ja noch ganz kurz die Musik anmachen, sonst, dass ich das nicht vergesse. Nämlich, die Battles kommen jetzt immer am Donnerstag. Aber jetzt immer die Wi-Fi-Battles, zumindest für die Zeit, wo ich noch eins mache. Heute kämpfen wir gegen den Defi und zwar im OU. Dachte mir einfach mal, okay, komm, letzte Mal jemanden fürs OU-Match ein. Bin gespannt, was er dabei hat. Ein Lamus, ein Dianzi, ein Relaxo, ein Panferno, ein Heracross und ein Gewaldro. Das ist ja ein 4/6 oder 2/3 Juju-Team. Okay, Dianzi oder Lamus. Ich denke mal, dass Dianzi dann mega ist. Aber ich sehe gerade, Fiaro macht einen verdammt guten Job gegen sein Team. Fiaro trifft allein Panferno, Dings, wie heißt's, Heracross und Gewaldro sehr effektiv. Das Relaxo könnte ein paar Schwierigkeiten machen. Also ich denke mal vielleicht, dass er mit Panferno leadet, damit er die Taunsteine rausholt. Wird dann wahrscheinlich gesasht sein. Mit wem fangen wir denn an? Ich würde einfach mal sagen, ich starte einfach mal mit Starmie. Ich starte einfach mal mit Starmie. In der Hoffnung. Wie gesagt, ich denke mal, dass er halt mit Panferno leaden wird. Wäre zumindest das Logischste, dass sein Panferno gedingst ist. Gesasht natürlich. Und will dann die Tarnsteine vielleicht rausnehmen. Ich habe heute mal zwei Spinner dabei. Und zwar Starmie selbst und mein Stalobo kann auch spinnen. Bin gespannt, 20 Sekunden hat noch, es geht los. Ich habe keine andere Musik ausgewählt. Scheiße, ich wollte eine andere Musik auswählen. Egal, haben wir jetzt halt wieder die Musik. Vielleicht lege ich auch noch Remix drunter, das entscheide ich dann spontan beim Schneiden. Und wir sehen Dianzi. Dianzi-Lied, da bin ich ja mit Starmie eigentlich ganz gut mit dabei. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sollten eigentlich alles relativ gut tanken können. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf den Siedewasser. Wir können relativ safe auf den Siedewasser gehen. Er kann Lamus reinholen, aber so ein Burn auf Lamus wäre jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich habe übrigens auch den Eisstrahl im Psychoschock und ich trage auf Starmie die, den Expertengurt. Mit dem Expertengurt können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Übrigens, was mir so aufgefallen ist, oder was ich sagen wollte, unten die Beschreibung, die ist ein bisschen aktualisiert worden. Guckt da auf jeden Fall rein, McNom. Okay, so ein Burn of Relaxo wäre auch nicht schlecht. Der war sogar ziemlich, ziemlich gut. Kann ich den bekommen? Burn? Schade, kein Burn. Gegen Relaxo kann ich aber ziemlich gut meinen Tentantel reinholen. Weil wird der wohl nicht irgendwie eine Feuerattacke haben. Und mit Tentantel kann ich den Bodyslam, der vielleicht kommt, oder auch den Fluch ziemlich gut abwehren, weil Tentantel tankt halt trotzdem alles, hat den Beulenhelm, hat die Eisenstacheln, hat die Egelsamen. Und Relaxo hat eine ziemlich gute KP-Anzahl. Können wir auf jeden Fall gut drauf rauskommen. Wie gesagt, ich habe unten die Beschreibung aktualisiert seit Montag. Könnt ihr mal reingucken, die sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da wird auch noch das Postfach dazukommen, wenn die Idioten endlich mal die scheiß Schlüssel liefern. Ich habe jetzt endlich mal die Rechnung bekommen, damit... Ja, oh, er ruft zurück, er pullt den Double. Wenn er jetzt in Panferno geht, war das gut. Er geht in Heracross. Okay, damit kann ich einigermaßen leben. Ich habe leider jetzt auch nicht so viel. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Donnerwelle. Wir sind halt einfach mal ein Arschloch. Und er hat den Abschlag drauf. Gut, mein Beulenhelm ist weg. Aber er kriegt nochmal Eisenstachelschaden. Und sogar nochmal Beulenhelmschaden. Und jetzt ist der Beulenhelm, glaube ich, erst weg, ne? Ja. Yep. Und wir kriegen die Donnerwelle raus. Sehr gut. Donnerwelle ist immer gut, weil normalerweise müsste er jetzt langsamer sein und wir können selbst die Tarnsteine rausholen. Auch wenn ich glaube, dass er jetzt in Panferno geht. Ich möchte die Tarnsteine schon ganz gerne draußen haben. Vielleicht bleibt er auch drin. Setz mich mal anders hin kurz. So. Und er ruft zurück, geht wahrscheinlich in Panferno. Panferno, richtig. Hat keinen Spitznamen. Und wir legen jetzt mal die Tarnsteine raus. Es ist schon mal gut, dass die Tarnsteine jetzt draußen sind. Ich weiß nicht, was für ein Panferno es ist. Vielleicht legt das jetzt auch selbst raus. Und ich gehe damit voll, oder ich greife voll damit ins Klo oder so. Ich könnte jetzt auf Sylveon gehen. Sylveon könnte aber, wenn es speziell ist, nicht so viel fangen. Ich hätte mir sein Team, das mir auch wieder aufschreiben sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Gehen wir in Starmie oder gehen wir... Wir gehen in Starmie. Dann habe ich mit Stalobo immer noch einen möglichen Spinner. Mit Starmie bin ich wahrscheinlich langsam. Ich hoffe, er hat dann keinen Donnerschlag drauf. Ich will aber erstmal gucken, ob es speziell ist oder... Er hat den Donnerschlag und er predicted Starmie. Das tanke ich noch, okay. Das Problem ist leider, ich bin nicht Scarfed.
Ja, wahrscheinlich schon. Und ich weiß nicht, ob es Scarf ist. Vielleicht ist es auch wirklich Sash. Aber ein Donnerschlag tut halt weh. Und wenn glaube ich, dass jetzt eine Feuerattacke kommt. Ich möchte nicht auf Tentantel zurückwechseln. In wen möchte ich wechseln? Ich wechsle einfach mal in Felinara. Ich denke mal, dass jetzt einfach eine Feuerattacke kommt, weil er glaubt, dass ich zurück in Tentantel gehe. Hat er gut predicted. Lob an dich, Defi. Hast du gut gemacht. Aber ich glaube, jetzt kommt Flammen. Er ruft zurück. Und geht in Magnum. Okay. Mit Magnum kann ich leben. Ich kann jetzt nämlich einen Wunschtraum rausholen. Und ein Pokémon damit wieder aufheilen. Gehen wir jetzt mal auf den Wunschtraum. Blopp. Perfekt. Und er geht auf Body Slam, wenn er jetzt nicht die Para bekommt. Ich habe zwar die Vitalglocke drauf, aber die Para war trotzdem nicht so crit. Okay. So, er könnte jetzt natürlich predikten, dass ich Starmie aufheile. Ich glaube, ich gehe aber mal. Ah, ich weiß nicht, in was soll ich gehen? In was soll ich gehen? Ich glaube, ich gehe mal in Stalobor. Ich gehe mal in Stalobor. Denn falls ein Bodyslam kommt oder so, da wird uns nicht viel Schaden machen. Auch wenn jetzt vielleicht der Wunschtraum damit am Arsch ist. Aber ich habe Sylveon da noch eine Weile. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen behalten. Ist Relax auch nicht schneller als ein Sylveon? Würde mich auch mal interessieren. Hier kommt jetzt der Name, den niemand aussprechen kann, weil es der originale Name von der kleine Maulwurf ist. Und er ruft zurück, okay. Geht wahrscheinlich in Panferno. Er geht in Gewaldro. Okay. Kriegt natürlich Tarnscheinschaden. Das Ding ist, ich bin gescarft. Er könnte physisch sein. Ich gehe jetzt mal auf den Eisenschädel. Ich glaube nämlich, er rechnet nicht damit, dass ich gescarft bin. Ich bin nämlich ein, wie gesagt, ein Scarf-Panferno. Ein Scarf-Mauli. Wie heißt denn das nochmal? Stalobor. Und ein Eisenschädel könnte gut Damage machen. Könnte sehr guten Damage machen, weil es ein Crit ist. Ich denke, der hat gemattert. Das tut mir leid. Ich denke, dass er gemattert hat. Hätte, glaube ich, nicht ausgereicht, weil ich vor allem noch Jolly bin und nicht hart. Ich bin also voll auf Speed, deswegen der hat gemattert. Das tut mir leid. Vor allem tut es mir leid, weil ich jetzt einen Gewaldro getötet habe. Ich mag Gewaldro. Gewaldro ist ein cooles Pokémon. Du musst jetzt wieder in Panferno gehen. Stimmt's? Was hat er nochmal als physische Wall? Er hat den Lamus dabei. Wie bekomme ich Lamus down? Das Gute ist, sein Heracross ist paralysiert. Das wird mich definitiv nicht mehr outspeeden. Simsala habe ich den Spukball drauf. Das ist sehr. Ich muss gucken, dass ich Simsala vielleicht safe reinhole. Simsala kann sein Slowbro handeln. Und er überlegt hier gerade ziemlich lange und schickt jetzt sogar Heracross rein. Es ist mutig, was er macht. Er geht jetzt wahrscheinlich auf den Nahkampf, denke ich mal. Reicht von der Range? Also die Spätzle von Heracross ist ziemlich gut, aber reicht's vielleicht? Reicht vielleicht auch so aus der Range ein Eisenschädel? Ich will es jetzt wissen. Er reicht, weil es wieder ein Crit ist. Es tut mir leid, Defi. Ich kann auch nichts für. Es tut mir wirklich leid. Hat das jetzt gemattert? Ich weiß es nicht. Die Spätzle ist eigentlich ziemlich gut von Scarabon und nicht die Diff. Und es ist ein Step-Eisenschädel, aber trotzdem. Das könnte er schon gemattert haben. Bei Gewaltro auf jeden Fall. Also ein One-Hit dürfte es normalerweise nicht sein. Und hier könnte es auch wieder gemattert haben. Und jetzt holt er Lamus rein. Jetzt macht das richtig. Was wir jetzt machen, wir gehen in Simsala. Normalerweise sollte Lamus uns nicht viel machen können. Klar, da könnte vielleicht ein Burn kommen mit Siederwasser, aber die Spätzle davon Ding ist eigentlich ganz gut. Und danach können wir auf den Spukball gehen. Was kann er noch reinwechseln in den Spukball? Ist eine gute Frage. Was kannst du eigentlich in den Spukball reinwechseln? Jetzt kommt Löffelchen erstmal. Die Löffelchenstellung. Und er geht sogar auf den Siederwasser, sollte nicht viel Damage machen. So, macht nicht viel Damage. Kriegt auch keinen Burn, das heißt, ich kann auch noch safe in die Mega gehen. Das Ding ist, er könnte jetzt natürlich auswechseln. Wir gehen in die Mega und drücken auf. Hat er Normal-Pokémon? Er hat Normal-Pokémon.
Wir gehen auf den Energieball, falls es ein Relaxo geht. Ich möchte es nicht riskieren, dass ich, wenn ich jetzt auf den Spukball gehe. Er bleibt sogar drin. Lamus hat nochmal als Fähigkeit. Ich glaube, Belebekraft, ne? Das bringt mir gar nichts. Schade, es bringt mir gar nichts mit jetzt mit meiner Fährte. Schade ist. Fährte kommt, Belebekraft, ja. Ich weiß nicht. Bringt das jetzt noch was, wenn wir Belebekraft hier drauf haben? Jedenfalls der Energieball macht richtig guten Schaden. Und da kommt noch ein Siedewasser. Und jetzt kommt natürlich der Burn. Nämlich jetzt haben wir kein Magiespiegel mehr. Oder Magieschild, Magiespiegel. 33 auf 17. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall eine Sache noch tanken. Das Ding ist, er könnte jetzt natürlich Dings wechseln. Er hat Belebekraft, er wird auswechseln. Und er wird in Relaxo gehen. Soll ich es predicten und auf Fokusstoß klicken? Ich habe ihn zweimal weggehext, jetzt ich gehe auf Fokusstoß. Und er ruft zurück. Und jetzt gehen Relaxo. Er holt Magnum. Und wenn jetzt der Fokusstoß trifft, habe ich alles richtig gemacht. Okay. Treff Tarnsteine. Komm schon. Und Fokusstoß trifft. Nice. Ist es jetzt schon das Aus? Und es ist nicht raus. Aber ich habe ein KP. Perfekt. Nämlich jetzt können wir zum Abschluss ganz safe auf den Energieball gehen. Vielleicht rennt er jetzt mit einem Psychoschock, um es zu finishen oder so und geht wieder in Dings. Aber nein, er opfert seinen Relaxo. Kann ich jetzt mit einem Energieball vorausnehmen. Wir sterben jetzt auch. Aber Relaxo ist down. Damit haben wir schon 3 Pokémon von ihm down bekommen. Sehr gut, auch wenn zweimal ein Volltreffer war und es tut mir immer noch leid. Aber ja. So, wen holen wir jetzt rein? Er hat noch Panferno. Ist schwer. Ich glaube, ich hole jetzt mal Fiaro rein. Schau mal Fiaro rein, falls er Panferno reinholt, weil dann können wir definitiv mit Sturzflug viel Damage machen. Er holt Lamus rein. Okay. Kriegt natürlich jetzt erstmal noch guten Damage. Und wir gehen auf Kehrtwende. Sollte einigermaßen Damage machen. Also jetzt natürlich nicht ausreichen. Es reicht nicht aus, guckt. Ich bin zwar live Orb, aber jetzt das... Was könnte jetzt kommen? Könnte ein Slack-Off kommen? Also ein Tagedieb? Schwer. Ich glaube, ich gehe einfach mal in Tentantel. Auf Tentantel ist es mir nämlich relativ egal, ob ich geburnt werde. Ich habe den Egelsamen drauf und ja. Tagedieb kommt tatsächlich, okay. Er heilt sich wieder hoch. Aber Lamus sollten wir immer noch down kriegen können. Deswegen, weil ich mal denke, dass er jetzt auswechselt. Ah, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf die Donnerwelle gehe. Wir gehen mal auf die Donnerwelle. Wir gehen einfach mal auf die Donnerwelle. Vielleicht bleibt er auch drin. Er bleibt drin und heilt sich komplett hoch. Das ist okay. Weil wir haben dich jetzt paralysiert. Und auch wenn Lamus eh nicht langsamer war, hätte er sein können, er wechselt in Panferno. Dann hätte ich nämlich gerne die Paralyse drauf gehabt. So. Als nächstes greifen wir jetzt mit Blattgeist, Leute. Wir gehen auf Egelsamen. Müssen das Lamus natürlich irgendwie down bekommen. Und er wird jetzt wahrscheinlich mit Siedewasser angreifen. Er boostet sich mit Gedankengut. Okay. Vielleicht weiß er nicht, dass wir die Blattgeißel hier drauf haben. Und auch hier übrigens die wunderschönen Haare, ne? Also ich hatte keine Lust, natürlich meine Haare zu machen. Das habe ich nie vor einem Video. Und Lamus hat eigentlich eine ganz gute KP. Dings, glaube ich, mit 100 oder so. Kriegen wir ein paar KP zurück und können jetzt auf Blattgeißel gehen. Vielleicht wechselt er jetzt aus? Fragezeichen? Nein, er bleibt drin. Blattgeißel kommt, Blattgeißel trifft, macht wie viel Damage? Sehr guten Damage. Und er geht wieder auf den Gedankengut. Okay. Er muss jetzt auswechseln. Oder Lamus geht drauf. Ist das jetzt riskant, was ich tue? Soll ich safe bleiben oder riskant? Er hat Belebekraft. Er wird definitiv jetzt in Panferno wechseln. Er wird sowas von in Panferno wechseln. Und mich dann versuchen zu killen. Und genau weil ich weiß, dass er jetzt in Panferno geht, wechsle ich riskant, aber man muss mal was riskieren im Leben, in Fiaro. Weil er hat Belebekraft und sonst wäre Lamus Daumen und dann wäre das Ding. Ich hoffe, dass jetzt kein Siedewasser kommt, wenn er jetzt das gemacht hat und er geht wieder auf Tagedieb. Warum so mutig? Hör doch mal auf.
Immerhin, ja, okay, jetzt kommen noch natürlich noch die Überreste. Nicht so gut. Aber jetzt kriegen wir wieder ein bisschen EP. Das ist gut, dass Fiaro wieder voll ist. Fiaro sollte zumindest wieder voll sein. Ja, perfekt. Gehen jetzt wieder auf eine Kehrtwende. Kehrtwende kommt. Macht ganz guten Damage. Können wir lassen. Sturzflug macht natürlich noch mehr Damage, aber ich möchte das Siedewasser hier jetzt eigentlich weniger abfangen. Wohin gehen wir denn? Wir gehen mal in Felinara rein. Vielleicht ist er jetzt endlich mal paralysiert. Er ist auch nie paralysiert, oder? 126, 144 und kein Burn, okay. Und das Gute ist, wir heilen uns jetzt relativ gut wieder hoch. Weil wir haben die Überreste und wir haben Dings. So. Sollte jetzt auch wieder gut Damage drücken. So, wir haben uns wieder relativ gut hochgeheilt. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir auf eine Schallwelle oder auf einen Wunschtraum? Ich glaube, dass er sich wieder hochheilt. Deswegen gehen wir jetzt auf einen Wunschtraum. Nämlich, falls er uns jetzt killt, kann ich zumindest irgendwie Tentantel wieder ein bisschen hochheilen. Tentantel kann dann auf jeden Fall den Rest machen. Er heilt sich wieder hoch. Er ist ja gerade ein Stalli hier, Alter. Er ist auf plus 2. Wir können jetzt aber auch safe auf Schallwelle gehen. Lange hältst du das nicht durch. Lamus kann auch nicht alles machen, aber die Para kriegt er echt nie, ne? Das ist jetzt der Ausgleich für die Crits, die ich gemacht habe. Das Gute ist, er kriegt immer wieder guten Schaden. Wir heilen uns gegen hoch. Nächste Runde kommt der Wunschtraum, deswegen gehen wir jetzt auf Schallwelle und gucken mal, wie viel Schaden das drückt. Sollte eigentlich auch ein bisschen Damage machen. Vielleicht critten wir ihn ja auch. Das macht ziemlich wenig und er geht weiter auf Gedankengut. Es ist mutig, was du hier tust. Wenn ich critte, hast du verkackt. So, Sylveon ist damit wieder ganz weit oben. Kann natürlich sein. Überreste. Das Gute ist wirklich die Überreste. Also, dass die durch den Egelsamen quasi negiert werden. Vielleicht greift er jetzt an, dann können wir mit zwei Schallwellen raus. Nämlich geht es einfach weiter auf Schallwelle. Ich habe jetzt auch mal nichts zu verlieren. Und endlich ist es mal paralysiert. Dankeschön, liebes Spiel. So, perfekt. Jetzt kommen wieder die Egelsamen. Und er wird jetzt eh wieder auf Slack off gehen. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Wir gehen in Tentantel. Nämlich, wenn wir in Tentantel gehen, dann, selbst wenn er sich jetzt wieder hochhält, zwei Blattgeißeln sollten ausreichen. Tentantel ist eh voll. Selbst wenn jetzt der Burn kommt, hoffentlich mal nicht. Tagedieb natürlich. Er heilt sich wieder hoch. Ist mir jetzt egal, ich bleibe jetzt einfach drin und greife ihn mit Dings an. Mit Blattgeißel. Zwei Blattgeißeln werden nämlich definitiv ausreichen. Ist gerade, tut mir leid für das ganze Hin und Her so gerade, aber das ist halt Pokémon, ne? Deswegen gehen wir jetzt auf Blattgeißel. Blattgeißel kommt, Blattgeißel geht daneben. Lamus, Psychoschock, sollte aber noch weniger Damage als ein Siedewasser machen. Jo, das macht echt gar nichts. Da heile ich mich ja fast halb wieder hoch. Eigentlich müsste jetzt auf Siedewasser gehen. Moment, ich setze mich mal kurz anders hin. So. Er sollte jetzt eigentlich auf Siedewasser gehen. So. Und auf den Burn hoffen. Nämlich, wie gesagt, zwei Blattgeißeln werden ausreichen. Wenn nämlich nicht Dings und Blattgeißel kommt. Und diesmal trifft Blattgeißel auch. Danke, dass du triffst. Wir machen guten Damage. Lamus kommt mit Siedewasser. Und jetzt ist es egal, ob du den Burn bekommst oder nicht. Den du jetzt bekommst, weil jetzt reicht dich Blattgeißel so oder so aus. Und weil ich diesmal nicht riskieren will, dass er wieder rausgeht oder dass er drin bleibt und sich wieder mit Slack auf hochhält, bleibe ich jetzt safe und gehe wieder auf die Blattgeißel. Ich habe auch zur Sicherheit nochmal auf Sylveon die Dings drauf. So, Blattgeißel. Blattgeißel kommt und sie trifft und damit ist Lamus endlich weg. So, gut. Weg damit. Ich hätte auf Sylveon auch die Vitalglocke drauf. Also könnte ich den Burn von Tentantel auch wieder wegbekommen. Ich denke mal, dass jetzt Panferno kommt und es war ein Donnerschlag. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal drin. Er hat nur noch zwei Pokémon. Was waren das andere? Er hat auf jeden Fall jetzt noch Panferno, was jetzt wahrscheinlich reinkommt.
wann Ferner kommt. Er wird es wahrscheinlich auch mit Nahkampf angreifen. Aber ich lasse Tentantle jetzt down gehen. Ich weiß nicht mehr, was sein letztes Pokémon war. Wir lassen Tentantle jetzt down gehen. Vielleicht kommt ein Nahkampf. Dann kriegt er nochmal Eisenstachelschaden. Oder es kommt sogar ein Flammenblitz. Dann kriegt er nochmal ordentlich Rückstoßschaden. Es kommt sogar ein Donnerschlag. Das reicht nicht aus, ne? Nope. Das heißt, wir können ihn sogar noch paralysieren. Wow. Da hat er overpredicted. Dachte ich, gehe in Fiaro. Aber Fiaro möchte ich da lieber safe reinholen. Deswegen ist Panferno so. Tentantle ist so ekelhaft, ne? Tentantle ist so unglaublich ekelhaft. Richtig krass. Okay, ja, gut, dann kann ich auch nur auf die Ekelsamen gehen. Ich möchte hier eigentlich nicht rauswechseln. Jetzt kriegt er sogar noch die Para. Ist blöd. Das Ding ist, ich habe ja leider auch nicht den Gyroball drauf oder so, sondern wirklich nur die Blattgeißel. Der letzte Move waren ja die Tarnsteine, die ich jetzt noch hatte. Aber bleibe ich drin, gehe ich raus. Ich gehe in Felinara. Felinara sollte jetzt auch alles ganz gut tanken. Falls ein Nahkampf kommt, kann Felinara den gut tanken. Ist nämlich ein physisch-defensives Felinara, was noch keinen Namen hat, was noch einen Namen braucht. Es kommt jetzt sogar der Feuerschlag. Macht Crit. Es ist ein hexlastiger Kampf. Aber ich kann mich jetzt durch Überreste und durch die Egelsamen wieder so hochheilen, dass ich noch einen Feuerschlag, selbst wenn es ein Crit ist, nochmal tanken sollte. Und wir gehen jetzt einfach, weil wir eh schneller sind, auf die Schallwelle. Schallwelle kommt. Und Schallwelle nimmt Panferno raus. Oh, ja, perfekt. Panferno ist raus. Was war jetzt sein letztes Pokémon? Das würde mich interessieren. Ich wundere es auch, dass Hansi, also mein Wellensittich da hinten, so ruhig ist. Freust du mich an, Hansi? Sein letztes... Diancy war das letzte, genau. Okay. Dann gehen wir einfach weiterhin auf die Schallwelle. Im Normalfall kann Diancy uns nicht wirklich viel. Klar ist, es könnte mit Mondgewalt oder so angreifen oder mit Diamantensturm, aber Sylveon sollte beide Attacken tanken. Und in der Megaform nehmen die Verteidigungswerte von Diancy ziemlich stark ab. Ich glaube von 150 jeweils auf 100. Dann, ja. Ich glaube, er überlegt sich gerade, ob er überhaupt Mega gehen soll. Aber im Prinzip, das haben wir gewonnen. Wir haben auch noch Starmie und was haben wir noch? Wir haben noch unser Scarf, Eisenschädel. Stalobor, also das Match ist gewonnen. Er geht tatsächlich noch in die Mega. Dann sehen wir jetzt auch nochmal Mega Diancy. Ich weiß jetzt schon, dass Tentantle aufs Thumbnail kommen wird. Das ekelhafte Teil. Schallwelle kommt, Schallwelle trifft. Schallwelle reicht natürlich nicht aus, weil ich nicht offensiv bin. Psychoschock sogar kann das Ding. Ich weiß gar nicht, dass das Psychoschock kann. Sollte aber auch nicht viel Damage drücken. Er wird uns jetzt outspeeden, aber noch ein Psychoschock sollte eigentlich nicht ausreichen. Auch wenn ich ihm gerade irgendwie einen Crit gönnen würde. Wir haben so zum Teil uns durchgehext, dann würde ich ihm jetzt den Crit gönnen. Crit? Nein, kein Crit und damit nimmt Sylveon jetzt auch noch mit Schallwelle. Ist die Anzi raus und damit ist es ein GG. Es ist, glaube ich, ein 4:0? Fragezeichen? Es ist ein 4:0. Wir haben Defi besiegt. Es ist ein 5:0 sogar. Trotzdem gutes Match. Defi hat echt Spaß gemacht. Hoffe natürlich, dass du dich auch gefreut hast. Speichern möchte ich ihn erstmal nicht. Nein, und dann war es das wieder mit dem Video. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt. Würde mich jedenfalls freuen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.